Herzlich willkommen zu Outlast Trials. Ich habe mit Martin Outlast auf Twitch gestreamt und wollte euch meine allererste Runde selbstverständlich nicht vorenthalten. Wenn diese Folge euch gefallen sollte, lasst gerne ein Like da. Wollt ihr mehr davon sehen, schreibt es gerne in die Kommentare, dann wird es auf diesem Kanal auch öfter so eine Folgen geben. Martin, sein Account auf Twitch verlinke ich selbstverständlich in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ach, wir fahren mit dem Zug. Ja, jetzt verstehe ich auch die Sicherheitsvorkehrung hier an den Stühlen, ne? Okay, ich würde sagen, ich folge dir mal unauffällig. Ich denke mal, du warst ja hier schon. Was nehme ich mit? In dem Verstecken selber kannst du nichts finden, ne? Nein. Du solltest dich von den ganzen Dudes, die hier stehen, ein bisschen fernhalten. Die haben dezent eine Waffe, sagst du? Hier ist doch noch eine Tür, oder? Nee, Versteck. Ja, ja. Wieso lässt du die Türen auf? Hier gibt's noch, hier kannst du eine Glasflasche nehmen. Siehst du die Tür hier vor uns? Siehst du das rote Lämpchen? Ja. Das heißt immer, da ist eine Falle hinter. Die kannst du geduckt aufmachen, dann passiert dir nichts. Wenn du die von der anderen Seite aufmachst, kriegst du immer eine kleine Batterie. Hier ist noch eine Flasche. Ja, kannst du mitnehmen. Wie die alten Suffköppe sich in der Flasche abstützen. Jetzt, der Typ, breit. Wenn du zu laut bist, und stand dich. Den ich hier markiert hab. Okay, also einfach dran vorbeischleichen. Mhm. Vor mir ist einer. Was ist dieses Gepieps hier auf dem Boden? Das sind Minen. Wenn du da reintrittst, kriegst du wird dieses Gas freigesetzt, wenn du wahnsinnig wirst. Sieht nicht gleich. Oder? Nein. Kann ich den stunnen, indem ich ihn eine Flasche am Kopf schmeiße? Oder wird er denn nur sauer? Du brauchst du aber nicht. Okay. Ich bin wieder zurück. Du bist einfach hinter dem Tisch geblieben? Ja. Oh. Hier, wo ich hinlaufe, musst du auch hin. Also ich bin ja kein Profi in dem Spiel, aber ich glaube, er ist ein bisschen sass auf dich. Ja, ja. Kannst einfach neben vorbeilaufen und läufst in so eine Kamera. Okay. Das hast du nicht nehmen lassen jetzt, ne? Ich dachte, das ist das Cleverste, was ich machen kann. Jetzt kannst du hier drauf drücken. Warte, ich kann hier was aufheben. Was ist das? Was habe ich aufgehoben? Ein Dietrich. Oh, perfekt. Okay, und jetzt einmal auf den Knopf, ja? Ja. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das unser Verräter ist. Nee, das hier vorne ist der Bulle.
Ist der auf unserer Seite? Nein, hier ist niemand auf unserer Seite. Schade, es wäre schon echt cool, wenn er auf unserer Seite wäre. Was du vielleicht wissen solltest, wenn du mich irgendwo siehst, da einfach nur so ganz normal rumlaufen und mein Name ist falsch geschrieben, dann geh weg. Es gibt falsche Martins? Ja, es gibt Klone von uns. Warte, ich geh noch eben kurz hier die Tür aufmachen. Ist noch was auf dem Tisch, das leuchtet? Achso, eine Kippe. Hast du nicht vorhin gesagt, wir dürfen keinen Krach machen? Du gehört keiner da. Achso. Die Nachtsicht immer, wenn du merkst, wenn du selber siehst, dass es heller ist, dann runter. Kannst du noch eine Revive-Spritze mitnehmen? Ja. Ich hätte gerne nochmal Batterien für mein Nachtsichtgerät. Ja, muss mal finden. Oh Gott. Es ist so therapy. Ah, da haben wir wieder Licht. Herrlich. Und ihn, warte. Ihn müssen wir töten? Nein, töten müssen wir hier gar niemanden. Ach so, aber hat der Boss nicht gesagt, töte den Verräter? Ja, der wird nachher, dem brutzeln wir nachher, ja. Bestimmt. Ah. So. Hier, was ist das? Das ist, glaube ich. Warte, ich guck mal kurz. Hier ist eine Batterie, eine große. Krieg ich die hier hin. Dankeschön. Nehmen wir die kleine hier. Underground Parking. Nein, ich habe nicht aufgepasst. Bist du, oh. Ja, du brauchst jetzt ein Gegenmittel. Noch nicht. Oh, es gibt schon wieder Minuspunkte im Rating, ne? Oh. Was gibt's hier? Minuspunkte fürs Rating. Du wirst am Ende hier benotet. Schon mal durchhüpfen. Okay, und? Da brauchst du nicht festhalten, das hält immer ein bisschen. Achso, das hält jetzt alleine? Ja, einen kleinen Moment, das ist halt, wenn du halt alleine spielst, ne? Hier ist Benzin, brauchen wir das? Ja, brauchen wir gleich. Hätte ich das schon mitnehmen müssen? Hier kommt irgendjemand raus. Ja. Es ist der Gasmann, der darf dich nicht sehen, wenn der dich sieht. Wirst du sofort wahnsinnig und dann verfolgt dich der, ich glaube, Spiker-Man oder so heißt der. Spuder-Man. Das ist dann quasi so eine Wahnvorstellung, die dir halt dauerhaft Schaden gibt. Kennst du den Trailer von Spuder-Man? Nein. I'm not the hero the world deserves. Das ist der Bruder von Spider-Man? Ja, so ähnlich. Oh, dein Klon ist hier. Nee, mein Klon ist hier. Das meine ich. Kein Wahl. Ich muss ihn gerade eine verpassen. Oh, ja, ich ranne. Er hat mich. Okay, ich habe eine Psychose. Du bist wahnsinnig, ja. Aufpassen muss ich jetzt. Okay, warte. Ich muss irgendwo. Hey, ich kann es nicht nehmen. Okay, ich habe ein Gegenmittel genommen. Ja. Ein nördlicher Hero the World deserves. Oh, jetzt müssen wir Generatoren finden. Ohne Batterie. Ah, du hast ja, glaube ich, schon einen gefunden. Ja, einer ist an. Dann brauchen wir jetzt das Benzin. Die Generatoren bestehen daraus, du musst sie mit Benzin befüllen. Was ist du musst das? Links und rechts an den Seiten diesen Schalter drücken. Was bringt mir Adrenalin?
Ja, siehst du doch da. Die ganze Zeit einen Geschwindigkeitsschub. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Oh, hier. Da gebe ich dir absolut recht. Ach, wow. Muss ja Skillcheck machen hier. Ja. Ja, gefühlt ist er schon mal. Ist der Verrückte eigentlich immer noch hier unten? Ja. Kurbeln? Ja. Das ist ein bisschen nötig aus. Der Bulle kommt. Hab ihn gestunt. Ist er an? Ja, ne? Ja. Oh nein. Mein Nachtsichtgerät ist leer. Das ist nicht so gut. Ich hab hier nochmal einen Kanister. Er macht die Tür kaputt. Wenn du hier Poster findest an den Wänden, nimm die mit. Ich hab noch einen Generator gefunden. Ja, ich hab Benzin hier. Ich komm schon. Bist du denn hin? Ich hab mich gerade versteckt. Hier ist auch irgendwo wieder der Strand. Ist halt schon ziemlich kacke jetzt mit meiner Nachtsichtbrille. Du bist halt mega weit weg von mir, ne? Ja. Oh, du bist. Aber war falsch geschrieben, habe ich nicht gesehen. Ja, ich bin quasi da, wo wir hergekommen sind. Ich guck mal, ob ich mich langsam zu dir ransneaken kann. Wir brauchen Benzin. Ich hab Benzin. Oh, sehr gut. Jetzt reicht ich die ganze Zeit jetzt schon rum. Hier ist der Bolle. Ich weiß halt gar nicht, wie ich zu dir hinkomme. Guck dir mal entgegen. Achtung, da kommt jemand. Wieder der Gasmann sein. Das ist jetzt aber unpraktisch. Hopp den Kanister und renn! Ich sehe nix! Hier war eine Tür! Oh Gott! Okay, ich bin ich leide an Psychopharma. Komm wieder? Ich hab mich hier so erschrocken. Ich hab irgendwo den Kanister gedroppt. Ja, ich hab ihn. Okay. Sag mal, die Tür, wo ich den Polizisten gerade in die Arme gelaufen habe, ist das die Tür, wo du durch bist? Ja, du musst eigentlich nur dahin laufen, wo der Kanister war, und dann läufst du einfach zu meinem Namen. Martin! Ja.
Oh Gott. Mach an. Kommen wir hier unten wieder raus. Gleiche Weg, ja. Ich fühle mich viel sicherer, ich habe jetzt eine Flasche. Ist da einer bei dir? Nein. Bulle kommt. Das Tor noch hoch machen? Bis dann, ja. So, ganz ruhig. Ja. Der hat aber so ein Glück gehabt, ich hätte ihm fast die Flasche ins Gesicht gezogen. Gott sei Dank hat er nichts gemacht. Ja, ja. Hier ist, glaube ich, nochmal, was ist das? Dies nicht. Warte, brauchst du Batterie? Ja. Ja. Oh. So Sachen geben tust du mit G, ne? Ja. Wie kann ich die Hände komplett frei machen? Gar nicht. Ah, okay. Also ich wüsste jedenfalls nicht, warum man das so tun sollte. Am besten aber irgendwas in der Hand haben, was dir irgendwas bringt. Ich habe jetzt einen Dietrich. Spritze so. Und Adrenalin. Müssen die anderen Spritze? Das müssen wir gleich Schlüssel finden. Meine wiederbeleben. Du hast ja im Tutorial gelernt, dass wenn du auf Fernseher guckst, kannst du ja Hinweise finden. Ja. Wir müssen jetzt durch drei Tore und an jedem Tor ist ein Fernseher. Da müssen wir quasi und das Tor zeigt und dieser Fernseher zeigt uns, welchen Schlüssel wir für das Tor brauchen. Okay. So, siehst du, wir brauchen ein Herz. Musst du dreimal drauf schauen. So. Ein Herz. Damit du im. Genau, und jetzt kannst du hier reingehen. Ja. Und kannst den Schlüssel da hinten rausholen. Key inside body. Ja, das werde ich mal untersuchen hier. Ja, doch, ich spüre was Metallisches. Ah, sieh mal ein. Ein Herzschlüssel. Genau, jetzt kannst du da aufschließen. Jetzt lassen wir ihn hier stehen. Warum bewegt er sich rückwärts? Hey. Jetzt müssen wir quasi überall, wo Fragezeichen sind, Leichen, die halt ein Symbol haben. Ja. Hier ist gut, perfekt. Au! 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 Aua! Oh Gott, Sackgasse. Er ist bei mir. Hab ich markiert, damit du weißt, wo er ist. Wenn ich ist wieder wenn ich in die Tür gekommen. Wenn ich spiele, während er in der Nähe ist, sieht er das? Wenn es hell ist, ja. Wo ist der Typ? Oh. Dein Klon ist hier. Hier vorne also. Geh wieder raus. Er ist wieder draußen. Hm?
Können wir die Tür zu ihm nicht schließen? Kannst du machen, ja. Aber dann kommt er wahrscheinlich außen rum. Oh, hier hängen Dosen. Hey, das ist Feuersymbol. Hey, wir brauchen Karo. Karo ist fürs letzte Tor. Es wird ja wahrscheinlich der hier vorne sein, ne? Arbeite ich noch mal ein bisschen vor, mach Türen auf und so weiter für uns. Nee, ich hab hier nicht Karo. Die Leiche hier vorne hat Peak. Hä? Ich habe jetzt hier aber auch nicht noch ein Fragezeichen. Aber ich hab Och Mann, geh doch weg, Typ. Ich habe Herzschlag. Ist bei dir der Polizist, oder? Ey, hier ist der Hase. Nee, der Polizist kommt gleich erst wieder. Ah, da haben wir gleich. Er hat... Krone? Ja. Aber hier wird jetzt auch kein Fragezeichen gerade angezeigt, ne? Das. Okay, hier komme ich gar nicht weiter. Okay, wir brauchen Feuer. Feuer habe ich hier vorne. Ja, den kannst du schon mal einsammeln. Habe ich. Kannst du... Bist du hier bei mir, ja? Ja. Kannst du hier das Tor gleich aufschließen? Ah, hier vorne. Hier, ich habe so ein Ding hier. Kannst du damit arbeiten? Wir brauchen noch einen Mond. Was für ein Ding? Was ist das? Sieht aus wie so ein Geigerzähler. Also Vorrichtungslader. Genau. Wechseln wir mal, wenn es ein Vorrichtungslader ist, kann ich den gebrauchen später, ja. Okay. Für dich, weil du halt noch Level 1 bist, macht das halt keinen Sinn. Weil du damit dein Perk aufladen kannst. Ah, nee, ich würde auch lieber eine Flasche haben. So, wir brauchen Mond und Karo noch. Mond und Karo. Pass auf, bei uns kommt was raus. Oder jedenfalls hinter mir. Gut.
just pray for the roaches. Ich hab den Gasmann bei mir. I'm your doctor and your lawyer and your priest, baby. Screw you three. Versteck dich, bis er wegrennt. Ja, ich bin akkurat versteckt in einer Ecke. Hinter einem Glasfenster. Perfekt. Ich war im Verstecken schon immer der Beste. Okay, aber er ist weg. Okay. Jetzt einer bei mir. Karo und Mond. Hab Karo. Du hast Karo. Wieso? Weil ich die Leiche gefunden habe, wo der Schlüssel kommt. Oder? Bitte? Bist du eher der Peak-Typ? Dass du Karo so hast? Patrick, bitte nicht. Wir sind so schlecht. Der war doch richtig gut. Mhm. Das war ein Wortspiel erster Güte. Mhm. Ich hab noch nie sowas Krasses gehört. Kann man sich wegen dem Einfallsreichtum kaum vorstellen, aber den habe ich mir selbst ausgedacht. Hab ich nicht gesagt? Nee. Okay, dann brauchen wir nur noch Mond. Definitiv die falsche Richtung. Mond. Mir wird aber auch gar kein Fragezeichen mehr angezeigt. Die Gastante ist hinter uns. Ja. Oder hinter mir ist jemand. Versteck dich. Ja, er ist wieder weg. Da. Irgendwo muss ja noch eine Leiche liegen. Ah, du hast auch kein Fragezeichen für die Leiche. Hat noch nicht, ne? Das heißt, wir waren noch nicht in seiner Nähe. Hm. Wird dir jetzt schätzungsweise nicht da sein, wo wir schon gewesen sind, ne? Oh, da ist der Dicke. Da war ich schon. Oh. Ja. Dicke ist genau bei mir. Ach, Junge. Wer ist der Dicke? Der Große. Er ist hier. Also, wenn dir was passiert, ich habe keine Ahnung, wie ich zu dir hinkomme, ne? Perfekt. Du bist irgendwie ganz weit weg. Tue ich mein Möglichstes, dass mir nichts passiert. Oh, das ist Dicke. Ah, oh, nein. Ich wurde gespottet. Ich bin in eine Falle reingelaufen. Ich wurde gespottet. Oh, nein. Der Dicke ist bei mir. Okay. Oh, Gottes Willen.
Die Stromleitungen müssten unbedingt mal überprüft werden. Ist der Dicke noch bei dir? Ja. Er ist hier. Ist kacke, weil ich jetzt in deiner Nähe bin. Junge, was läufst du denn auch immer dahin, wo ich bin? Meinst du jetzt mich oder den Dicken? Nee, der große Affe hier. Meinst du jetzt mich oder den Dicken? Weil ich bin ja auch schon ein ziemlicher Gorilla, ne? Ach komm. Der Stich. Aber wie puckt die Scheiße aus Fliege und sagt, er ist ein Gorilla. Ja, aber wo liegt die jetzt gleich? Ich habe hier nur so ein Piekzeichen. Ah, da ist noch ein Fragezeichen. Jetzt sehe ich es auch. Ich höre schon wieder was laufen. Ja, der Dicke ist auch hier. Perfekt. Oh, bitte nicht. Peak. Nicht das, was wir brauchen. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Ich glaube, bei mir... Patrick, hier liegt irgendwo noch eine Leiche. Ja, ich habe hier vorne eine, aber ich höre hier so ein komisches Atmen. Oh, scheiße. Der Gasmann ist bei dir. Ja. Oh, der guckt hier unter den Tisch, aber nicht unter meinen. You can't heal someone who doesn't want to get... Well! Dick. Ist mal. Er läuft an dir vorbei. Okay. Ich durchsuche die Leiche. Was hat denn das für ein Symbol? Ich habe einen Stromschlag gekriegt. Ja, du musst dir vorher das Symbol schon angucken. Sonst bringt dir das nichts. Ach, das war ein Stern, ja. Über mir ist noch eine Leiche. Direkt bei mir auf dem Tisch. Ah, der große Klopsmann ist wieder bei mir. Habe ich Heilung? Nee, ne? Das für dich. Man. Ich habe Adrenalin und eine Flasche. Aber hier war. Irgendwo war doch hier ein Kasten. Halten zum Entschärfen. Hallo. Ja, kannst du machen. Das macht doch keinen Krach, ne? Nein. Und du hast eine Batterie. Oh. Wo ist meine Flasche? Da. Ich hab Mond. Ich hätte gerne mal so ein bisschen erste Hilfe. Der Klapsmann ist schon wieder bei mir. Es kommt noch ein Verrückter. Martin, was habe ich dir getan? Hast du mit meinem Klonbekanntschaft gemacht? Dein hässlicher Zwillingsbruder hat mich abgestochen. Alter, aber so langsam geht mir der Dicke richtig auf den Sack, ne? Jetzt hab ich keinen Dietrich, um diesen blöden Erste-Hilfe-Koffer da aufzumachen. Oh, was will der denn? Nein. Ey. Was ist das denn für ein Schmutz? Den Dicken habe ich die ganze Zeit am Arsch, obwohl er mich nicht sieht. Aber. Ich bin jetzt mal draußen auf dem Innenhof. Oh. Eingesperrt. Ah, ich brauche einen Dietrich. Oh, Sackgasse. Ja, wir gehen in diese Richtung. Ich denke, das wird uns wohltuend.
gefallen. Bitte nicht los. Der Mond ist die erste Tor. Also ich brauche dich jetzt gleich, ne? Ich bin fast tot. Also ich brauche Heilung. Hast du einen Dietrich? Nö. Dann müssen wir für die Heilung finden. Ja, das wäre ganz gut. Oh, scheiße, hier ist ein dicker. Also ein großer. Das ist dein Freund. Nee. Mag den nicht. Er hat gerade gesagt, wo ist Martin, mein Freund? Ja, genau. Immer da, wo ich bin. Jetzt bin ich wieder Glück. Die kommen immer da raus, wo ich bin. This is heaven. Ey, Martin, ich glaube, ich bin sicher. Er sagt, das ist der Himmel. Okay. Ich kann den nicht ganz zuordnen, wo der hier ist. Ah, doch. Ich habe nur dezente Probleme, hier den Weg zu finden. Siehst du genauso viel wie ich? Nö, also hier ist gut ausgeleuchtet. Wenn ich in den Security Room gehe, was ist denn da? Bin ich da sicher? Ja. Und jedenfalls nicht rein. Sind halt nur, ich bräuchte halt einen Dietrich, wenn ich dir helfen will. Das war ein Dietrich. Ich mal gucken, ob ich dir Heilung will. Du hast Heilung? Das versuchen. Gib mir mal einen Moment. Ja, Heilung, eine große und eine kleine. Oh, perfekt. So, zu mir, komm. Ja, ich warte hier. Ich versuch's. Ich muss einmal durch einen dunklen Flur, Martin. Ah ja. Mit richtiger Schrift. Hast du es abgelegt oder? Achso, nee. Nein, hier oben drin. Hier, Ach, Patrick, da, auf hier. auf der Seite. Ja, dann gönne ich mir doch gleich mal ein Schlückchen. Wolltest du die andere mitnehmen? Ich hab noch Platz, aber du brauchst ja der die braucht. Du bist ja derjenige, der die braucht. Nimm du die mit. Ich bin voll jetzt. Okay, dann stecke ich so lange ein. Können noch eine Glasflasche. Und dann kann ich dich wiederbeleben und du kannst mich zwischendurch mit Heilung füttern. Dann bist du quasi mein Tragesel. Okay, wir müssen uns verstecken. Und jemand durch die Dings. Oh Gott, wer ist ja hier drinne? Ah, falsche Richtung. Security Room! Security Room! Oh, ich bin safe. Die hat mich gelinkt, die Sau. Da hat er mich aber an der Nase herumgeführt.
Er ist vom Prinzip rechts von dir durch diese Doppeltür, wenn du jetzt geradeaus weitergehst. Vorrichtungslader. Den nehme ich mal mit. Mit dem kann ich mehr anstellen als mit Heilung. So. Lauf. Schieben jetzt die Snitch. Du musst ein bisschen dich mit umgucken. Das, wenn du irgendwo jemanden siehst, dann sag mir sofort Bescheid. Ja. Bitte nicht laut durch die Glasscherben laufen. Ja. Einer ist hier hinten. Wie ping ich denn? Mit Mausrad drücken. Also einer war da. Der perfekte Dicke kommt. Und die eine Tür geht hier auch wieder auf. Oh. Sei, dass der Gasmann wiederkommt. Oh Kacke, ich bin hier auf Toilette eingesperrt, glaube ich. Schritte. Ich gehe jetzt hier irgendwo vor mir. Okay, ich habe mich mal eingesperrt. Hm. Mal raus. Oh nein. Dick ist bei mir. Geh den Dicken mal weg. Ist in jedem Fall. Nein, nicht mal auf dem Pott hast du deine Ruhe, ne? Ist geil, dass das eine Klo nicht mal eine Kabine hat. Scheiße. Hatte ich verloren, hier ist er. Ich laufe hier jedes Mal in diesen einen Raum rein, wo es nur eine Tür gibt. Hier noch eine kleine Flasche oder so für mich. Können wir denn nur nehmen? Ist der Große noch bei dir? Irgendwo hier, ja. Bin nicht mehr. Ist hier vorne, wo ich gepinkt habe? Ja. Wo ist der Dicke? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist bei mir. Er ist bei dir? Mhm. Bis dann. Oh mein. Er ist hier. Oh, jetzt kommt die Gastante wieder, ne? Das hier bei mir. Nein, das bist du nicht, das bist du nicht, das bist du nicht, das bist du nicht. Nee, das würde ich dir niemals antun. Ja, wir müssen die Snitch langsam mal vorwärts kriegen. Ja. Hier, Patrick, du musst dir jetzt Eier wachsen lassen. Ich lenke den Dicken ab. Ich habe Eier. Wir sind zwar recht klein, aber man sieht und die du kaum. Schiebst die Snitch. Sieht aus wie alles klar? Mhm. Wo ist die Snitch? Hier vorne, wo das. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, komm. Ich hab doch nur einen Joke gemacht.
Komm her, Dicker. So, schön mitkommen. Ja, ja, gleich bist du sicher. Oh, meine Vorrichtung laden. So. Fucking look at me now. Okay. Ich bin gestand, er ist am Ende der Schiene. Kannst du jetzt also ein ganzes Stück vorwärts bringen? Ja, wir sind unterwegs. Er jammert nur ganz schön viel, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht sind die Bugs voll. Wir helfen dir doch, hör auf zu weinen. Der Dicke? Vorsicht. Ich versuche ihn hier lang zu ziehen. Ja, hat funktioniert. Ja, ich verstecke mich jetzt irgendwo. Vielleicht kannst du den Dicken ja in den Keller bringen. Nein. No, 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 we're gonna do this. Tell me you're not gonna do this. Hier ist der Bulle. Ja. Schieb ihn rein, schieb ihn rein. Also, egal. Komm. Ich glaube, wir sind in die richtige Richtung. Ja. Hey, der Bulle ist bei mir. Aua. Ja, kein Problem, ich bin sicher. Ja, du musst in den Raum rein, ne? Du musst den Strom anmachen. Ja, hast du den Bullen? Polizisten. Hab ihn gestunt. Lauf, 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 lauf. Das muss jetzt funktionieren. Ich schiebe ihn noch an. Jetzt musst du hier an die Schalter gehen. Ja, ja. Und wir müssen uns jetzt abwechseln. Okay, der Bulle kommt zu mir. Konzentriert sich immer auf denjenigen, der brutzeln will. Ich brutzel. Mittel haben wir. Jetzt muss ich auch ziehen. Ja, der Bulle ist bei mir. Oh Gott, scheiße. Du darfst dich nicht von ihm erwischen lassen. Ja, ja. Er hat mich ein bisschen geschockt. Er will mich, er will mich, er will mich. Immer ein bisschen, er will immer noch mich. Na, schön. Gezogen halten, bis du merkst, dass er was von dir will. Jetzt. Guck das. Ah. Er hat mir nicht verpasst. Er will mich. Bist du sicher? Ja, er ist bei mir. Du musst ihn halt selber ein bisschen im Auge behalten. Wenn er zu dir läuft, lass los. Wir haben es fast geschafft. Okay, er will mich. Ich laufe mal hier hinten raus. Ja, ich hab ihn. Kannst an den Schalter gehen. Wer ihn aus. So. Okay. Perfekt. Jetzt komm zu mir. Du folgst mir jetzt einfach nur. Ja? Ja, ich folge dir. Komm. Achtung. Einfach vorbeilaufen. Aua. Ja. Lauf, 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 lauf. Hier links. Achtung, hier ist der Dicke. Oh ja, hab ich gesehen. Ich hab halt. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hab noch Adrenalin, aber ich kann's nicht benutzen. Nein, nein, du musst weg. Du musst weg. Ich komm nicht vorwärts. Nein, 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 nein. Komm hier zu mir. Und jetzt in den Raum rein. Ja. Wenn du nicht, hoffentlich wirst du nicht hingelegt. Ja, komm her, komm her, komm her. Ja. Wir laufen jetzt gleich nur noch da hinten in diese Säulen rein, ja? Dann haben wir es geschafft. Okay, okay, okay. Da hinten ist gut. Ja, komm einfach mit mir hinterher. Lauf! Rein, 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 rein. Ja, 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 bin drin. So, ja, geschafft. Oh Gott. Auf dem letzten Meter fast gestorben. So. Ja, Gruppennote C. Ganz schön lange gedauert, ne? Ja, das dauert halt, dauert lange. Ja, gut, das war halt auch dein erstes Mal. Aber wir sind nicht gestorben. Ja. Wenn du das halt, wenn du das ein, zwei Mal gespielt hast, du hast ja halt diese Mission später nochmal in zwei größeren Schwierigkeitsgraden. Ja.
Einmal quasi, das quasi kannst du dir vorstellen als normal, dann gibt es noch schwer und sehr schwer. Okay. Und je nachdem, hast du dann halt, das kann ich dir gleich mal zeigen. Ich habe eine neue Tapete bekommen. Geil. Du kannst das Leertaste drücken auf Weiter. Genau. Ja. Und da siehst du jetzt auch, was du immer besser machen kannst. Ne? Du hast halt zweimal Verstand verloren, zweimal Bodenfalle, einmal außer Gefecht, 15 mal Schaden und 25 mal Geräusche gemacht. Das ist halt inkompetent. Ja. So, und wenn du halt das alles vermeidest, steigt halt auch deine Note. Und je besser du die Mission halt abschließt, desto mehr Punkte, also EP und sowas, kriegst du halt am Ende.